Hi! Und Hallöchen, frisch aus dem Bett gefallen hier. Ja. Sehr schön. So. Musstest du jetzt die Treppe suchen, ja? Die Leiter. Ja, und ich muss erstmal den Faden finden, wo wir beim Gespräch noch waren. Huch. Ich fall direkt erstmal in ein Loch rein. Da fängt schon wieder an mit Huch. So. Soll ich mal eben ganz kurz mich hier ums Feld kümmern? Ja, ne? Das mache ich mal eben. Mach mal. Hatten wir keine Hake mehr? Ich hab keine. War die denn kaputt? Ich hatte doch eine. Ich guck mal eben, ob ich in meiner Truhe hier oben eine hab. Vielleicht wo hab waren ich die auch wir denn in der letzten Folge mit dem Thema? Wir waren in der letzten Folge, waren wir noch hier mit dem, wir haben ja große Pläne sozusagen. Ach ja, wir planen die Welt, die Twitch-Herrschaft. Auch, genau. Twitch-Herrschaft, ja, genau die. Nee, also... Puh, so viel Kram hier drin. Wir haben auf jeden Fall so ein paar Pläne, die, hoffentlich alle so klappen, wie wir es denken, wie es klappt. Bleibt halt immer etwas abzuwarten, man weiß es immer nicht mehr. Weil der Red, der hält ja immer noch dran fest, dieses Jahr schaffen wir es mit der Twitch-Partnerschaft. Dass er irgendwo... Ich weiß, welche Folge war das, wo du das gesagt hast? Weiß ich nicht, aber ich ziehe das auch durch. Ja, also das ist das einfache Prinzip bei mir, weißt du? Ich frage nicht, oder also ich stelle das nicht in Frage. Das ist kein Plan, sondern das ist ein, das wird gemacht. Ach so. Ja. Ja, das, ich versuche da einfach konsequent zu sein. Ich gucke auch gerade jetzt so ein bisschen immer auf die Uhr, weißt du, weil ich mir so denke, ja, wir wollen noch so ein, zwei, drei Folgen aufnehmen, ich muss aber, ich will, weißt du, allein die Formulierung jetzt schon, fällt mir jetzt schon selber ich auf. Ich will schon wieder streamen. Ich muss noch senden, sag ich, weißt du, als wenn das irgendwie mein Job wäre oder sowas. Noch ist es das nicht. Also ich habe da so diese... Ja, ich nenne es mal diese Pflichterfüllung aber sozusagen, weißt du, dieses so, das wollen Leute auch sehen. Ich möchte das gerne liefern. Ja, also mir selber macht es unglaublich viel Spaß, ne? Dass man da mich bitte richtig versteht. Ja. Aber es ist wirklich auch so ein, nee, Leute wollen das sehen und ich möchte das auch gerne liefern. Und das auch eben relativ konsequent und auch bitte halt, ja, zu gewissen Zeiten und sowas, weißt du, aber du random. Verrückter, du Verrückter machst es ja auch täglich. Außer am Wochenende jetzt, aber... Mehr oder weniger, effektiv, ja. Ne, das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich hatte zwar letztens eine Streamwoche, ne, für die es nicht mitbekommen haben. Ja. Und das fand kommt bald wieder. Übrigen. Die hat echt viel Spaß als gemacht. Als kleines Lob. Finde ich okay. Schön, ich sag mal, deine Freundin da auch so bereitherzig immer mitgemacht hat und die damit genauso viel Spaß da saß. Die hat schon Pläne für die nächste Streamwoche. Dass wir das ja, besser das planen, ich von sofort. Wegen... Von das wegen eine Stream-Schedule machen. Also wirklich eine Zeit festlegen, wann was gesendet wird, damit die Leute sehen, aha, da kann ich einschalten, da kommt dann endlich Zelda weiter. Ja, ne? Das ist schön, ey. Finde ich gut. Also, finde ich auch was gut. Was mache ich hier? Vor allem, so. Das hat auch übelst viel Spaß gemacht. Das war richtig toll. Nee, das hat man euch auch angemerkt. Also deswegen hat es auch echt Spaß gemacht. Ich habe ja nicht jedes Mal reingeschaut, ich konnte auch nicht immer so lange. Ich bin sehr gut, was Lurken angeht, bei Streams ja, mittlerweile kenn ich. Einfach, weil ich halt immer 10.000 Dinge im Hintergrund in dem Moment auch gerne mache. Aber es hat echt Spaß gemacht, dass das allein so zu sehen, dass ihr das so konsequent auch gemacht habt. Das fand ich wirklich sehr gut, muss ich sagen. Und weißt du, was das Schöne daran ist? Mal nur daneben zu sitzen, nicht zu zocken und einfach nur zu gucken, was macht der Chat. Das war das Schönste. Das ist schön, ne? Ja. Dieses Gefühl war echt toll. Ja, das glaube ich dir wirklich sofort. Und ich freue mich auf diesen Samstag. Moment, wann kommt die Folge hier raus? Ich hab das gerade in den Kopf. Das hier ist die Folge. Diese hier geht am Sonntag raus. Okay. Ja, das heißt eben jetzt kommendes Wochenende am Samstag, ne? Da haben wir ja auch ein bisschen was geplant. Ach, die Folge kommt diesen Sonntag raus. Die kommt diesen Sonntag raus, ja. Ah, ja, für morgen haben wir die erste Folge von heute. Stimmt. Ganz genau, ja. Also wir sind gerade immer noch in einer Aufnahmesession. Ne, damit alle sich jetzt hier nicht wundern, was labern die da jetzt hier gerade, damit das nachvollziehbar bleibt. Wir sind gerade in einer Aufnahmesession, das ist jetzt die dritte Folge am Stück, die wir hier aufnehmen. Ist das jetzt schon die vierte? Nee, das ist die dritte Folge. Okay, ich krieg das ja eh nicht so richtig mit. Ja, deswegen bin ich ja auch der Hüter der Zeit, der brav immer hier auf die Uhr nebenbei guckt, dass wir da nicht zu lange machen. Was in der letzten Folge nicht ganz so funktioniert hat, aber hey, wir wären nicht Ich hier, wollte wenn das Thema nicht, noch zu Ende reden. Ja, macht da auch Sinn. Also da mittendrin aufzuhören, wäre jetzt auch wirklich sehr albern gewesen. Deswegen passt da das ja. Außerdem, das wären nicht wir, wenn wir nicht doch gerne mal überziehen würden. Nicht wahr? Komm, wir streamen eine Stunde.
Wir würden niemals ernsthaft beim klassischen Fernsehen landen, weil jedes Mal irgendwo irgendein Intendant wegen uns definitiv einen Herzinfarkt kriegen würde. Ernsthaft. Es wird nicht funktionieren. Es ist schon gut, dass wir hier so unser eigener Programmchef sind, sozusagen. Weißt du, das. Red, lass uns eine Stunde streamen, aber nur eine Stunde. Ich will mir einen Schlafrhythmus anstellen. 5 Stunden später. 5 Stunden später, 4 Uhr nachts. Ich bin eigentlich noch hellwach. Das war echt gut, oder? Ja. Ah, nee, war schön, ey. Das Problem ist, ne, Leute, die Red jetzt nicht so kennen, der kann euch ein ganzes Ohr abquasseln. Also wirklich. Ja, aber holla. Das Problem ist nur, ich kann das auch. Und wenn das dann zusammentrifft, ja, Also es dann ist ja seid ihr kein taub. Problem. Ich meine, Nach das ist ein dem Vorteil, wenn man Dinge macht, wie wir sie hier nun mal tun, ne? Das ist natürlich super, wenn man das kann, aber wenn man sowas wie einen Schlafrhythmus haben möchte, ist es vielleicht, aber nur vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Ja, und jetzt nochmal zu Samstag. Dort ist dann so kleine Anteaserung schon mal, ne? Ganz kleine Anteaserung. Der ist ein spezieller Stream. Ja. Oh, der wird wirklich sehr speziell. Ja. Ich kann dir ja nachher mal was Oh Gott. sagen. Infos, heiße Infos, die ich noch nicht raushaue. Oh, heiße Infos. Hallo. Nicht Heiße sowas. Infos aus deiner Nähe. Ja. Ja, gut. Die Folgentitel haben wir dann auch schon mal. Heiße Infos aus deiner Nähe. Ah, herrlich, ey. Du kannst jetzt das Lagerhaus begutachten und einrichten, wie du möchtest. Es ist Okay. fertig. Oh, warte, da lasse ich mich gerne gleich mal blicken. Ja, wo bist denn du? Bist du? Da bist du. Ich bin hier noch in meinen Höhlingen. Ach, guck mal, warte mal, da mache ich jetzt mal im Übrigen noch eine Brauchst du Kleinigkeit Wolle? Ich hier. habe noch Wolle für dich. 10 Stück habe ich noch. Wolle brauche ich eigentlich gerade, glaube ich, nicht. Dann packe ich sie Nee, in die wo haben wir Kiste. denn. Da haben wir das Glas. So, ich muss mal eben was basteln. Ach, du willst eine Scheibe basteln? Das Scheibe? Oder wie? Ja, ein paar mehr. Hallo, darf ich die auch nehmen? Danke. Oh, das wird gar nicht reichen, ne? Oder? Reicht das? Nein, das reicht noch nie im Leben. Das heißt doch, das sollte eigentlich ganz genauso gut passen. Aber ich hasse das ja, Glasscheiben zu platzieren manchmal so aneinander. Und diese freistehenden, ne? Die finde ich immer so. Oh. Ha, bis auf einen genau. So. Sehr schön. Gut. Ja, aber was ich hier genau noch alles reinbaue, weiß ich noch nicht. Sollen wir uns hier so eine Lounge einrichten, so mit Oh Couch und ja, Bettchen und ein allem? Sofa und ein Pool. Ey, das ist aber eigentlich echt schön, oder? Ich mag die Aussicht hier so. Ich Meinst du, freue das mich auch ist denn. schon auf das große Biom da hinten. Ist dir das jetzt noch zu weit weg? Weil du sagtest ja in der einen Folge halt auch so, du würdest das vielleicht noch so einen mehr nach vorne machen, dass man an die Kante rankommt, aber ich denke eigentlich. Warte, ich habe da eine Idee. Lass Ich mich mal finde kurz. eigentlich, dass das so okay ist, weil dann. Steckt man so ein bisschen mehr im Berg drin, finde ich aber nicht schlimm. Dann möchte ich aber eine Sache machen. Achso, das so Einfach ein bisschen einfach weg. Ja, okay, klar. weil ich Symmetriefanatiker bin, wenn es um Bauen in Minecraft geht. Ja. Ja. Aber es sieht echt schön aus. Also ich mag die Aussicht einfach, die man hier hat. Das ist schön. So schön ins Tal hier, weißt du, die Aussicht, je nachdem, was wir da noch so reinbauen. Gut, so, dann suche ich mir mal eben den Weg hier raus, komm mal eben zu dir rüber. Ja. Also auf Entfernung sieht das Lagerhaus auf jeden Fall echt richtig nice aus, gefällt mir. Ich glaube, da klaue ich mir vielleicht die ein oder andere Kleinigkeit mal so als Idee von für unseren Server hier, wo ich ja da fleißigst immer noch am Bauen bin. Tja, kannst du gern machen, ne? Dann lasse ich mich So. mal ein bisschen von dir inspirieren sozusagen. Aber das Dach ist echt schön geworden, das gefällt mir richtig gut. Dann hast du jetzt hier genug Oh wow. Platz für alles Oh, das ist Mögliche. nice. Oh, das ist sehr nice. Ja, das mag ich. Das ist ja echt fein gemacht. Doch, nee, Ja. da fühle dich sehr gelobt. Danke, Gefällt mir danke. sehr gut. Auch mit den Zäunen und sowas. Nee, das ist echt schön. Muss mal gerade noch mal in dein Dach begutachten gehen von außen, weil das finde ich richtig heiß. Das gefällt mir. Das ist echt mein Highlight gerade daran. Warum bin ich noch nie auf so eine Idee gekommen? Das ist toll. Weil es Hallo, ziemlich Schaf. Holz investieren, also du musst da sehr, sehr viel Holz investieren. Ja, ich glaube, es gefällt mir vor allem gerade deswegen, weil ich ja, ne, nach wie vor, ich mit meinen Shadern hier, es sieht ein bisschen dynamischer aus, weil ich habe ja dieses leichte, so Blätter wiegen sich im Wind-Animation drin, ne, weißt du? Und das sieht einfach echt cool aus, gerade hier auch mit dem Dach dann halt, ne, wie da so der Wind da so in Wellen so lang streicht, das gefällt mir echt gut. Das ist echt schick. Nee, gefällt mir, finde ich gut. Ja, dann ist das so gekauft. Ach, wo ich gerade hier unten stehe und mal da hochgucke und das.
Dieses Fenster da drin sieht jetzt aber auch nicht gerade scheiße aus, oder? Nee. Kann man machen, ne? Also wir könnten da unten eigentlich auch so eine kleine Bergbude machen. Weißt du, wie ich das meine? Ja, da überlege ich auch gerade. Dass wir dort wirklich so eine Art Berghotel bauen. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, diese ein, zwei Löcher da knapp unter dem Fenster sind natürlich jetzt, weil eine Creeper da hochgegangen war, aber das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Das kann man auch noch fixen, das ist kein Problem. Ja, aber es gefällt mir echt ganz gut, muss ich sagen, hat was. Ja. Na gut, so, ich gehe mal wieder hoch. Es wird, glaube ich, gerade eh wieder dunkel, wenn ich es hier richtig sehe. Sollen wir einmal ins Bettchen nochmal hüpfen, oder? Ja. Hast du eigentlich gerade jetzt irgendwie einen Plan dann, oder bist du jetzt gerade erstmal planlos, weil du hast jetzt erstmal dein Bauprojekt abgeschlossen, sozusagen? Also ich könnte entweder die Straße bauen, also weiterbauen, aber sonst nichts, nö. Wo komme ich denn hier hoch? Ha. Sind wir hier sehr spannend hier. Da vielleicht. Ja, wir brauchen hier unbedingt echt mal eine Treppe so langsam. Weißt du was? Hä? Das ist doch eigentlich ein Plan. Hier irgendwo ein bisschen eine Treppe runterzubauen und dann da unten einfach einen Ausgang zu machen. Also Eingang in dieses, nennen wir es jetzt mal Berghotel, einfach kurzerhand, den da unten dran zu machen. Ist das ein Plan? Das geht auch, ja. Aber ich würde dann auch trotzdem man ja hinten im eine Treppe Berg noch machen. Halt. Ja, klar, aber ich meine, man kann dann ja da also einen Weg dann innen im Berg halt machen. Ja, dann kreuzt sich das auch nicht so. Dann ist das für den Auge, für den Betrachter auch noch ein bisschen schöner. Ja. Ja. So, dann gehe ich auch mal hier rein. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben noch reichlich Zeit, keine Sorge. Okay. Also da lohnt es sich durchaus noch irgendwas hier anzufangen jetzt. Ich trinke mal eben gerade hier nebenbei einen kleinen Schluck. Ich stehe mal eben doof rum. So, dann lass mich mal gucken, wie du den Eingang so hast, weil je nachdem könnte man das ja auch ein bisschen übernehmen. Also der Eingang, wie ich hier jetzt generell in die Höhle runterkomme, meinst du, oder? Nee, ich meine hier direkt am Fenster, weil von der Größe her würde ich das dann gerne so, ja, übernehmen. Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. 7. 5 von der Eingangsbreite sozusagen. Und ich rede noch die Steindinger dabei, das wären 7. Weil ich würde dann sagen, das Ganze, komm mal mit. Überlege gerade was. Komm doch erstmal mit. Was hältst du von zwei Doppeltüren? Weil wenn man hier eine Säule in der Mitte setzt, ich mach das jetzt gerade mal so kurz im Kopf, weißt du, eine Säule in der Mitte? Ja, doch, dann wäre das auch symmetrisch, ja, kann man machen. Da eine Doppeltür. Aber komm erstmal mit, ich will dir zeigen, wo ich das bauen würde, weil es wäre ja ein bisschen langweilig, wenn es direkt hier unten reingeklatscht ist. Ja. Also einfach nur ein paar Stockwerke tiefer. Ich bin dafür, wir nutzen einfach den Berg und die Form des Berges und bauen die Tür. Ja. Erstmal hier runterkommen. Hier hin. Das da vorne hin bauen, ja. Hier. Müsste man sich so ein bisschen rüberbauen dann irgendwann? Okay, ja, aber das ist ja machbar, das stimmt. Dann wäre man auch ziemlich nah am Lager und könnte vom Lager auch direkt einen Weg hochziehen, weißt du? Ja. Passt eigentlich tatsächlich, weil du hast hier, ich mach mal gerade das Gras ein bisschen weg, du hast ja hier dieses, ich nenn's mal schon fast Podest hier oben so ein bisschen. Mhm. Dann kann man hier so einen Brunnen oder noch so hinbauen. Dann wird das hier der Mittelpunkt der Plaza. Ach, das Grasmähen ist immer so laut. Das wäre der Mittelpunkt der Plaza. Ja. So, mit dem Springbrunnen und ordentlich Belichtung und oh, schön. Ja. Es würde sich tatsächlich eigentlich echt anbieten, das hier zu machen, ne? Dann würde ich aber sagen, müssen wir hier noch ein bisschen nachgehen. Ja, da müsste ein bisschen was dran noch an der Seite, ne? Das stimmt, ja. Wie viel geht's denn hier? 1, 2, 3, 4. Dann müssen wir hier auch nochmal 4 nach da. 1, 2, 3 und 4. Also ungefähr bis hierhin. Ja. Ich habe jetzt nichts groß an Erde, aber ich sag mal, ich schon. Ich habe genug Erde dabei. Das hier, wir bauen das hier ein bisschen zurück noch, ne? So 1, 2, 3 Felder. Es muss von der Höhe passen. Bau mal so hin, dass es von der Höhe deiner Eingangstür passt. Das müssen wir abtragen noch. Dann mach das mal. Ich baue mal hier den Weg zu. Da geht das richtige Terraforming jetzt los. Oh ja, ja, jetzt legen wir richtig los hier. Jetzt geht das rund. So. Und damit das auch schön ausschaut, mache ich dann hier trotzdem noch so ein abschließendes Ding. Ach schön, da ist erstmal Granit hinter. Na gut. Na gut. So, einmal das hier. Einmal das hier am Rand. So werden wir dann auch endlich mal ein bisschen Erde wieder los. Wir haben viel zu viel Erde, habe ich sogar schon gesehen. Ja, sprach's. Und ich hatte in dem Moment direkt ein ganzes Deck hier wieder weggeploppt. Sehr schön.
machen wir das denn jetzt mittig dann? So, dann wäre das so unser Podest. Das ist doch schon mal ganz schön. Habe ich Kobbel dabei? Nee. Ich gehe mal Kobbel holen. Kann dir geben. Ach, du kannst mir geben, wie viel hast ja, du so? Ja, weil da habe ich reichlich. Einmal, zweimal und wolltest noch einen Stack? Ja, schön. Guck mal. Dankeschön. Dann. So, weil ich habe ja gerade den halben Berg da ausgehöhlt schon, weißt du, da hatte ich jetzt reichlich. Dann mache ich mir mal ein paar Slabs. Und reicht eigentlich schon, ne? An Slabs, ja, müsste reichen. Müsste quasi reichen. Ja. Habe ich jetzt hier Unfug gemacht? Nein, habe ich nicht. Gucken, wie weit ist denn das hier? Ich klopp mal eben hier ein paar Sachen raus. Oder auch ein paar mehr. Das sind jetzt. Das wollte ich gar nicht. Warte mal. Oh ja, ich mag Gravel sehr gerne. Macht Spaß. Wer mag denn nicht Gravel? Mhm. Mit voller Begeisterung. So, dann sind das jetzt 14. Das passt. Ah, Kohle gefunden. Yay. 1, 2, 3, 4, 5. Die ich jetzt einfach mal kurz 6. ignorieren werde, weil ist mir egal. So, hopp, zu. Hier. Kann ich das machen mit ohne Crafting Table? Ja, ne? Was denn? Was brauche ich denn davon? Reicht das? Weiß ich jetzt nicht. Ist aber auch egal. So, ich nehme die mal einfach. Werde ein bisschen mehr davon brauchen, aber es macht ja nichts. So, ich markiere damit nur mal eben so kurz ein bisschen den Eingang. Da wir heute ja wirklich mal so eine Baufolge, wo wir nicht wirklich quasseln, sondern einfach nur strikt ja. bauen. Das ist doch aber Schönes. Richtig, mal was ganz Neues bei uns, ne? Kennt man gar nicht so. Nee. Wir haben aber heute auch mal einen Plan. Ne? Wir haben mal einen Plan. Ja, das ist richtig. Nicht. Das ist richtig, ja. Ist man von uns jetzt nicht so gewöhnt, dass wir mal so einen Plan haben? Nee. Aber? Dass wir überhaupt mal einen Plan haben, ist man gar nicht gewöhnt. Das bin ich selber gar nicht gewöhnt, aber okay. Mal was ganz Neues. Eine völlig neue Erfahrung, die ich hier machen darf. Was tue ich hier gerade eigentlich? Das tue ich. Ach ja, ich habe ja keine Schaufel mehr. Hahaha. Egal. Machen wir das eben hier per fröhliche Handverkloppung, ist ja egal. Die fröhliche Handverkloppung ist auch ein schöner Name. Ja, fröhliche Handverkloppung ist toll. Ja, hier der Bruce Lee des Minecrafts, weißt du, ich verklopp alles mit der Handkante. Eigentlich nur, weil ich mir gerade zu faul bin, eine Schaufel zu machen oder irgendwo hinzugehen und eine zu holen. Aber da ich ja nicht so faul wirken möchte, sage ich das ja nicht, sondern sage, ich mache fröhliche Handverkloppung. Alles pure Taktik, weißt du? So, das möchte ich aber mal eben ersetzen. Das sieht nämlich doof aus, das auch. Da kommt Erde, 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 Erde. Nein, gar nicht, da kommt keine Erde, ich bin blöd. So viel zum Thema große Pläne. Jetzt noch an der Umsetzung arbeiten. So, 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 nee, da möchte ich auch noch. So, vielleicht kann man das so machen. Ja, ne? Warte, ich schau gleich. Ja, doch, sieht doch schön aus. Hast du zufällig noch exakt zwei Cobblestone? Weil ich würde gerne da und da zumindest mal schon mal noch Cobblestone reintun. Boah, ganze zwei, geil. Bitte schön. Danke. So. Guck mal, wenn man dann da so die Türen reinmachen würde, das ist ein Plan. Mhm. Hast du Gravel? Bestimmt, ne? Und eine Spitze brauche ich kurz. Gravel, ja, warte. Da schmeiße ich mal eben vor mir hin, da liegt er. Spitzhacke ich. Ja, ich habe nur die Diamantspitzhacke gerade, aber ist egal, bediene dich. Oh, schön.
Da macht er direkt hier einen feinen Brunnen hin. Fein. Ja. Ja. Wen frage ich das? Ich wollte gerade ernsthaft fragen, ob der denn auch schon mittig ist, und das habe ich dich gar nicht gefragt, weil natürlich ist er das. Ich bitte dich. Nee, doch, finde ich gut. Ich habe auch nichts gesagt, keine Sorge. Manchmal bin ich einfach nur ein schlechter Mensch. Da, und damit musst du jetzt halt leben. Hatten wir nicht noch eine andere Spitzhacke oben auch? Weil dann würde ich mir einfach eben eine holen. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn du schon mal da bist, kannst du mir auch gerne noch ein bisschen mehr Gravel holen. Ja, kann ich gerne eben gucken. Sag mal, sollen wir dann gleich auch erstmal Feierabend machen? Weil mit einem Blick auf die Uhr denke ich mir so, das kann man ruhig durchaus auch machen schon wieder. Also wenn du sagst, das ist jetzt schon wieder, ja, jetzt wenn, schon wenn wieder ein bisschen zu weit, dann... Ich glaube, ich habe mir mittlerweile selbst automatisch jetzt den Titel Hüter der Zeit verliehen. Ich mag den aber auch irgendwie. Es erinnert mich immer an Chrono Trigger, und da gibt es nämlich auch den Hüter der Zeit. Okay. Den finde ich immer sehr toll. Ja gut, dann war's das heute. Das so als kleiner Tipp am Rande. Ach ja, und du kennst mir dann auch schon mal den Eimer mitbringen. Unbedingt Chrono Trigger mal spielen. Ganz großartiges Spiel. Schön alt, aber ganz toll. Den Eimer, ja. Warte, da gehe ich mal eben noch ins Haus, bevor ich den gleich nämlich vergesse dann in der nächsten Folge. Mit Wasser nehme ich an, ja? Ja. Wie angemessen, das haben wir auch gerade. Und ich suche mir mal eben noch meine Spitzhacke, sonst vergesse ich die nämlich auch selber. Hallo. Du kannst deinen auch gern wieder haben, weil ich brauchte die nur ganz kurz. Ach so. Ja, ne gut, dann lasse ich die andere hier drin. Ich glaube, du hattest deine hier eingelagert. Mhm, kann sein. So, ich spring mal eben hier noch runter irgendwie. Da. Oh, was freue ich mich drauf, wenn wir hier eine richtige Treppe, irgendeinen Aufgang, irgendwas haben. Gut, so, da bist du. Hallo. Oh, schön. Hallo. Oh, das ist schön. Ja, bitteschön. So, dann hätte ich einmal das für dich. Danke. Und ich habe, wo habe ich denn den Gravel jetzt? Da. Was sagen? Irgendwo die Firma dankt. Mach das jetzt mal nur eben so, damit hier irgendwie Licht ist. Wird gerade auch schon wieder dunkel im Übrigen. Ja, dann lass uns nach oben gehen und die Folge beenden. Oh, das ist schön. Ja, gefiel mir. Ja, wandern wir einmal nach oben, okay. Jo. Ich geh mal diesmal hier hoch, glaube ich. Da ist es echt leicht, da hochzukommen. Ja, da am Rand irgendwo, ne, wollte ich gerade sagen. Schöner. Oh ja. Hier, irgendwo ist es bestimmt leichter. Ich finde den Weg nicht, der leichter ist, aber irgendwo ist es bestimmt leichter. Okay, na gut. Ich bin jetzt nicht so... Na, geh doch mal da hoch. Gerade der beste Bergkletterer anscheinend. Nicht in Minecraft zumindest. So. Obwohl, auch sonst nicht. Aber egal. Wenn ich das schon so formuliere, sollte ich vielleicht überlegen, was ich hier so vor mir gebe. Gut, dann... Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Genau, ich ebenso. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Ich lege mich jetzt noch eben hin. So, gute Nacht. Tschüss. Ja.